Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Campers Börse. Ja, der Podcast, den Sie natürlich hoffentlich jeden Tag um 16 Uhr hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Du hörst ihn auch vom Weg zur Arbeit nach Hause. Teilweise, ja. Genau, jeden Tag, meinte er. Und wir versuchen natürlich heute mal so ein bisschen dem hoffentlich neuen Trend auf der Spur zu sein. Es geht um Quanten, um die Quantencomputer. Die Quanten stecken ja die kleinsten Teilchen, die es auf dem Planeten gibt oder die es in unserem Universum gibt. Und da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Und zwar, man kann Quantencomputer damit bauen. Hier sehen wir so ein Wunderwerk der Technik. Man ist noch in der Forschung, man kann es schon bei Unternehmen nutzen, man ist aber noch ganz vorne mit dran. Und wir sprechen heute mal so über die eine oder andere Firma, die in der Quantenforschung oder in der Forschung der Quantencomputer vorne mit dabei ist. Und vielleicht ist das der nächste Trend 2030, oder? Genau, davon gehen wir von außen. Tatsächlich sagen die ersten Firmen, zugegebenermaßen, die sagen, sind hoffentlich schon länger, aber die sagen, jetzt sind wir dabei, vom Labor zu den Firmen zu kommen. Also große Konzerne wie Boeing, Airbus, die bei Neuentwicklungen von Fliegern beispielsweise 100.000 Faktoren einbeziehen müssen, die probieren schon mit Quantencomputerberechnungen, das besser und schneller zu lösen, die man auch per Cloud schon zuschaltet. Hier sehen wir noch ein altes Modell. Mit IBM hatte ich jetzt das Vergnügen zu sprechen, mit einer Forscherin, die in Zürich zu Quanten forscht. Die sagt zum Beispiel, die Koaxialkabel, die goldenen, die man hier sieht, wurden jetzt verbessert, kombiniert, zusammengefasst. Allein das bringt in dem Bereich schon mal Faktor 5 Kostenvorteile. Und die Frage ist, was macht man damit? Und tatsächlich gibt es einzelne Berechnungen schon seit Jahren, die hat Alphabet in Sekunden gelöst, wo Supercomputer komplett an die Grenzen stoßen beziehungsweise 100.000 Jahre forschen müssten. Das sind aber nicht alle Bereiche, das sind extrem komplexe Gebilde, die sehr schnell rechnen, parallel rechnen. Es gibt so ein Beispiel, du kannst so Buchhalter in einem Raum haben, die parallel schön für sich arbeiten, bisher auch mit 1 oder 0 klassischerweise aufgebauten Computer. Und das geht wild dazu, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle gleichzeitig tauschen sich aus. Zustände können nicht nur 1 und 0 sein, sondern beides gleichzeitig. Und alle Zustände dazwischen hat sehr viele Möglichkeiten. Aber es ist sehr wirr, komplex. Und da geht es auch darum, die Fehler jetzt zu korrigieren. Aber ich habe jetzt das Buch gelesen, sehr empfehlenswert von Michio Kaku. Der weist darauf hin, wir treten da eine komplett neue Phase der Menschheit auch ein. Und er sagt zum Beispiel, die Photosynthese, eben Sonnenlicht zu gewinnen, das machen wir jetzt schon mit Solarkraft. Da haben wir jetzt aber Wirkungsgrade von 20%. Die Natur macht das zu nahezu 100% effizient, weil die Natur funktioniert ja auf Quantenbasis. Und wird das verstanden, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, insbesondere in der Materialwissenschaft spielen Quantencomputer dann hoffentlich künftig ihre großen Vorteile aus. Ja, wahrscheinlich natürlich noch in mehr Bereichen als nur das. Dr. Kaku, ein ganz witziges Stichwort, den hatte ich auch mal angefragt für ein Interview. Vielleicht antwortet er uns ja noch, dann kann er uns das ganze Thema vielleicht dann noch ein bisschen näher bringen. Aber wir wollen natürlich, oder die Leute wollen wissen, okay, tolle Technik, wie können wir damit Geld verdienen? Oder wie kann man da in Zukunft mit Geld verdienen? Einmal IBM, du hast es schon angesprochen, da kommen wir gleich in der so Mitte, Ende des Videos drauf zu sprechen. Dann gibt es natürlich einen großen Player aus den USA, und zwar das ist D-Wave, ja, also D-Wave, eine sehr, sehr gute Firma, die auch ganz vorne mit dabei ist. Dann sehen wir jetzt hier ein Meisterwerk der Technik, steht oben übrigens auch in Deutschland, gibt es ein Forschungszentrum in der Nähe von Köln, in Jülich. Dort steht so ein Quantencomputer von D-Wave. Genau. Ja, und da ist man ganz vorne mit dabei. Genau, und damit arbeitet Partec, da schließt sich ein bisschen der Kreis, eigentlich Supercomputerbauer, die haben wir auch im Aktionär-Hotstock-Report schon behandelt, auch in gewisser Weise früh dran und eher ein Hotstock. Aber Partec kennt D-Wave, da haben wir schon drüber gesprochen. Die haben so ein, du sagst das, ja, so einen Quantenrechner mit 5000 Qubits stehen und versuchen das jetzt auch zu integrieren in Supercomputer. Die Frage ist, wie groß ist D-Wave schon an der Börse? Schon stattlich 300 Millionen Marktkapitalisierung, Umsätze aber rund so 12 Millionen erst. Also da sieht man, man verkauft jetzt erste Großrechner. Teilweise sind die noch vor einigen Jahren für 15 Millionen verkauft worden, wenn gleich wahrscheinlich die Kosten ja auch schon runtergehen. Aber die Massenfertigung fehlt noch. Man sieht hier, die erste Euphoriephase war hier schon weg. Aber jetzt unten haben wir sie eben auch empfohlen. Es ist uns ganz gut gelungen vom Timing, hat sich mehr als verdoppelt, 150% plus, weil gerade von verschiedenen Playern neue Produkte, neue Versionen ausgerollt werden.
Und weil die Aussagen zunehmend sagen, okay, wir kommen jetzt in die Phase, wo es wirklich erste Berechnungen Sinn machen, in der Logistik für Firmen hier viel Geld einzusparen. Ja. Ja, wir versuchen natürlich auch in Zukunft noch immer weiter darüber zu sprechen und dann auch mit einzelnen Forschern mal bei uns auf dem Kanal zu sprechen, um dann mal wirklich zu sehen, weil wir können natürlich nur das lesen, was jetzt, sage ich mal, quasi draußen ist an Neuigkeiten. Und es geht natürlich darum, ist das jetzt ein linearer Prozess, diese Forschung, dass man sagt, okay, in 8 Jahren ja, ist das kommerziell vernünftig in der großen Industrie einsetzbar. Da Stichwort VW, die arbeiten ja schon mit einem D-Wave-Quantencomputer. Ja, das kannst du vielleicht auch nochmal zwei, drei Sachen gleich zusammen. Genau, das sind schon Kunde gewesen offenbar. Frage ist dann immer, das sind ja Versuchsstadien, man probiert es aus. Jeder große Konzern, auch Samsung hat schon welche gekauft, wo dann am Ende schon der Quantencomputer rechnet. Und es verschwimmen ja auch die Grenzen. Das sagt mir auch IBM, die ja auch bei der KI weit vorne sind, aber eben auch bei Quantencomputern. Da geht es nicht darum, der löst die KI-Rechner ab oder die GPUs. Im Gegenteil, die GPUs, KI-Formeln, Berechnungen, Hardware wird benötigt, um die Fehler zu kontrollieren. Das geht Hand in Hand und es gibt einzelne Anwendungen. Da ist in Zukunft dann der Quantenrechner besser, vielleicht sogar in der Blockchain, die Blockchain zu knacken, aber auch um sie besser zu verschlüsseln wiederum. Auf Quantenbasis macht auch IBM. Also ist schon spannend, was hier vorangeht und was unter Umständen möglich ist. Klar ist, die klassischen Chips stoßen mal wieder an ihr Limit. Es hieß es zwar schon öfters, man hat immer wieder Wege gefunden, die zu stapeln, aber jetzt geht es schon um, in der atomaren Basis ist es so klein, dass es quasi nicht mehr kleiner geht, ohne dass die Chips heiß werden. Dann kommen wiederum Quantenanwendungen an Computer unter Umständen ins Spiel. Ja. Ja, dann ist natürlich die Frage, wenn man jetzt gerade so, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen im Endstadium bei den Chipherstellern ist, gerade jetzt auch bei Nvidia, okay, da kommen immer neue Produkte raus, riesengroße KI-Chips, dann ist jetzt die Frage, wie lange geht das natürlich noch? Wir hatten es jetzt auch schon mal zusammen im Podcast angesprochen. Ist man jetzt so dieser KI-Trend, ja, KI ist natürlich ein breit gefächertes Wort, KI steht auch heute auf Sachen drauf, wo überhaupt keine KI drin ist, aber wir wissen ja, und die Zuschauer wissen ja auch, um welche KI es jetzt natürlich geht. Ist das so langsam dann am Ende und dass man sagt, okay, hier stehen wir quasi vor einem Potenzial, was so noch nie vorher da gewesen ist? Also operativ, glaube ich, natürlich ist die KI erst am Beginn. Das läuft ja erst los. Übrigens, ein Wiederchef hat ja jetzt nochmal gesagt, ja, die nächsten 10 Jahre versuchen wir nochmal, die Computing Power um 1 Million zu steigern. Das wird dann über die Hardware wahrscheinlich schwer machbar sein, aber über die Software verschiedenste Modelle ist das Ziel, ja. Sprich, wo sind wir? Aber was tatsächlich ein Punkt ist, der mich ja immer interessiert, irgendwo früh dabei zu sein, versuchen zu erkennen, was sind die Trends von morgen. Gelingt nicht immer, aber wenn es gelingt, wie bei der KI, wir haben das ja jahrelang verfolgt, gab auch Rückschläge, auch bei der Media-Aktie, aber am Ende macht es dann Spaß, wenn man hier sowas antizipieren kann. Und klar sehe ich ganz klar die Chance, dass beim Bereich Quanten, und ich glaube, wir kommen dann mal dazu, dass die Aktien relativ gesehen unten liegen. Ja. Zwar teuer auf Multiple-Basis, aber wenn diese Marktverzehnfachung bis 2030, was ja einige glauben, operativ kommt, dann ist hier natürlich bei einzelnen Playern was möglich, wenngleich es da unterschiedliche Ansätze gibt. Zum Beispiel Diebe ist beim Annealing aktiv, ist wieder ein anderer Ansatz, der es robuster macht, die Modelle, weniger fehleranfällig, dafür aber die nicht ganz so große Rechenpower hat, aber immer noch mehr als genug. Rigetti hat offenbar wieder auf dem Papier mehr Rechenpower mit Supraleiter, ist aber auch wohl ein bisschen komplexer zu handeln. Also sprich, am Ende weiß keiner, wer in 10 Jahren Marktführer ist. Aber es ist ein Bereich, wo man sich als spekulativ orientierter Investor sicherlich betätigen kann. Und man sieht es hier mal schön, danke für die schönen Bilder, gerne, dass IBM hier ja schon seit Jahren aktiv ist und tatsächlich ja auch seine Roadmap immer wieder erreicht hat und auch nochmal aktualisiert hat im Dezember. Und das sind schon große, ambitionierte Sprünge, wie auch IBM mir sagt. Und man hat da entsprechend gewaltige Sprünge nochmal vor. In Zukunft bis 2029 sollen diese Qubit Gates, also wenn hier in einem Gate zusammengefasst, da ist man jetzt bei 5.000 dieses Jahr, weil die auf 1 Million bis 2029 vervielfachen. Das zeigt mal, was hier an Dynamik drin sein kann. Da geht es um Militarisierung, neue Koaxialkabel zum Beispiel. Ja. Und ganz klar natürlich die Fehler
zu reduzieren, weil die Quantenrechner rechnen schnell, haben aber noch Fehler. Aber klar, IBM wäre entsprechend mit KGV 120 dann die solide Aktie in dem Space, die auch eine sehr schöne Charttechnik hat im Depot 2030 bei uns. Wir lieben dann natürlich solche Aktien, die unterschätzt sind. Also unsere Sicht jetzt, weil du sagst es und du deutest es ja an, einige KI-Aktien sind natürlich schon heiß gelaufen, muss man schon mal klarerweise sagen. Auch wenn es operativ KI erst am Beginn steht, die Aktien sind schon über den Beginn hinaus, sagen wir mal so, ja, die KI-Aktien. Daher kann es nie schaden, mal wieder ein bisschen das Geld zu diversifizieren, das Kapital in Quantentech, Fusionsreaktor, also zu einem neuen Bereich, den wir auch angehen. Also es gibt immer neue Technologien, das beschleunigt sich ja eher noch. Ich glaube, eine der wichtigen Sachen ist mit, wie man das Ganze ja, also wirklich anbieten kann, also wie man den Kommerz dann aus der Sache ziehen kann. Ich sage mal, so ein Quantencomputer ist extrem teuer. Ja. Ich glaube, um die 15 Millionen Euro hatte man bei D-Wave dann mal drüber gesprochen. Genau, waren so die Angaben auch von KQ, ist aber jetzt schon wieder ein Jahr her. Ja. Also die werden mit Sicherheit aus der Forschung dann günstiger natürlich werden. Natürlich, klar. Die Frage ist dann nur, ob man dann natürlich, ich sag mal, beispielsweise, ob man dann eine, ja, die Rechner stehen dann ganz normal bei D-Wave und dann hat man zum Beispiel einen Cloud-Service. Ja, und dann kann man Verträge mit Unternehmen anschließen. Okay, ihr könnt jetzt für ein Jahr unseren Cloud-Service mit dem Quantencomputer, genau, unsere Rechenleistung ja, benutzen. Also, dass man da irgendwie ein vernünftiges Abo-Modell oder so hinbekommt bei den Unternehmen. Du hast natürlich exklusiv mit IBM gesprochen, das wissen natürlich auch die Leute oder die Leser des Hotstock Reports. Also wie gesagt, für die das interessant ist, die können auf jeden Fall mal reinschauen. Steht unten bei uns in der YouTube-Beschreibung natürlich der Link zum Hotstock Report von Florian Söllner. Und ich werde hoffentlich in Zukunft exklusiv mal mit D-Wave sprechen, ja, wo wir jetzt am Anfang drüber gesprochen haben. Und dann auch mal gerade so diese Frage stellen, wie sieht das aus in Zukunft? Wie stellt man sich das Ganze vor? Wird man vielleicht ein Abo-Modell oder wie auch immer, Kostenreduzierung etc. etc. Ne? Genau, also klarerweise ist es noch sehr unhandlich, solche großen Quantenrechner aufzustellen. IBM hat jetzt angekündigt, 2028 einen zu einem Partner nach Korea zu bringen. Da geht es aber um gewaltige Summen, du sagst es. Aber der Trend ist, Rigetti hat schon die zweite Version, das heißt Quanten Services, der ist nochmal 2,5-mal leistungsstärker. Das ist eben handlich für Firmen, bestimmte Probleme, sich da eben Quantenhilfe jetzt schon zu holen. Das zeigt ganz klar, es geht in die Anwendung. Insofern ist es ein Bereich, der tatsächlich, da haben wir vielleicht auch nochmal eine Grafik. Ja, freilich. Genau, gibt noch nicht so viele Akteure. Und vor allem ist die letzten Jahre gar nicht so viel investiert worden, was ja auch eine Chance ist. Daher gibt es die Aktien gerade zu einem niedrigeren Niveau, als es schon war. Die letzten Jahre. Die Wave heute Morgen 2,20 Dollar, lass mich nicht lügen, ungefähr 2,10 Dollar oder so hat die Aktie gekostet. Wenn wir uns das mal wirklich dann überlegen, bis 2030, also wenn man da jetzt theoretisch gesehen, ist natürlich kein Aufruf zu einer Investition, ganz klar. Überleg mal, du investierst da oder kaufst du 1.000 Euro D-Wave-Aktien, jetzt bei einem Dollar 90 hast du ungefähr, ja, weiß ich nicht, 2.000 Aktien oder so. Das sind natürlich schon, nur 500 Aktien, das war jetzt falsch gerechnet. 500 Aktien, das ist natürlich, wenn man dann bis 2030 mal schaut. Ja, also das ist tatsächlich spekulativ. Am Ende muss D-Wave seine Umsätze vervielfachen. Analysten glauben das, dass da D-Wave oder die Getty nächstes Jahr verdoppeln und oder verdreifachen. Aber das muss passieren, ja, weil sonst sind die Aktien auch zu teuer. Klar. Aber die sind vergleichsweise niedriger, weil die letzten Jahre, gerade auch bei Startups, alles, also zumindest die letzten 12 Monate, alles in KI-Startups geflossen ist und tatsächlich weniger in Quantum. Das ist irgendwo auch eine Chance, weil die noch vergleichsweise weit unten sind und waren. Insofern ist es eine Möglichkeit. Genau, eine Grafik haben wir noch. Man muss auch dazu sagen, das ist leider aus dem Jahr 2022, also die meisten Statistiken, die man da zum Thema Quantum, also generell Quantencomputer oder auch die Investitionen in diese Forschung, sind meistens alle schon 1-2 Jahre alt. Da ja auch jetzt vielleicht gerade auch im letzten Jahr, wo dieser Mega-KI-Hype war, hat das Thema auch so ein bisschen darunter gelitten. Ja, und wurden alle Kräfte abgezogen. Genau, alles sein Geld da rein. Ja, ja, wir sehen es. Also USA ist natürlich ganz vorne mit dabei, United Kingdom, Deutschland auch sehr, sehr stark. Wie gesagt, das Forschungszentrum in Jülich. Vielleicht können wir da mal nochmal möglicherweise mit jemandem sprechen, wo ja auch dieser D-Wave-Quantencomputer dann schon jetzt steht. Genau. Und, ja, und vielleicht noch ein Schlusswort, weil du schon sagst, Forschung in Deutschland, Max-Planck-Institut kennt ja jeder. Und was vielleicht dem wenigsten bekannt ist, das ist keine Schande, also am Anfang erstmal mit Fragezeichen vor ein Thema zu stehen, weil selbst Jahrhundert-Genie Einstein hat gesagt, das ist Quatsch. Er sagte,
Gott würfelt nicht, weil es wird ja mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet. Man kann nie genau sagen, wo ist welches Teilchen gerade in dem Moment, sondern gibt es Wahrscheinlichkeiten. Einstein meinte Quatsch. Max hat mit Max Planck darüber gestritten. Max Planck oder Bohr hatten am Ende recht, also hinsichtlich der Quantentheorie. Also das zeigt, selbst ein Jahrhundertgenie wie Einstein hätte hier mehr Zeit gebraucht, als er noch hatte in seinem Leben, um dann auch zu erkennen, was hier tatsächlich möglich ist in der Photosynthese, in Stickstoff. Also das kann wirklich Menschheitsprobleme lösen, aber kann natürlich noch ein paar Jährchen dauern. Entsprechend ist es ein Risikokapital, was man hier einsetzt in den meisten Aktien. IBM ist anders gelegt, ist breiter, nicht nur bei Quanten abhängig, aber sagt zu mir, und das ist auch überzeugend mit Zahlen darzulegen, man sieht sich als führender Player in dem Bereich. Also vergesst mal die IBM nicht. Ja? Genau, ja, die IBM vergessen wir natürlich nicht. Dann sage ich vielen Dank, Professor Söllner. Ja, noch nicht. Da bleibe ich auch noch bei euch. Genau, ja, wir versuchen jetzt vielleicht so als Information für Sie, liebe Zuschauer, wir versuchen so eine kleine Reihe, so eine kleine Dokumentationsreihe im Bereich Quantencomputing zu starten, da das Thema ja auch gerade medial oder auch bei uns noch ganz am Anfang steht. Und ja, wenn uns die Forscher zusagen und die einzelnen Unternehmen, zum Beispiel D-Wave, dann wird es auf jeden Fall in Zukunft noch einige Informationen zu geben. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt, dass Sie Interesse an dem Thema haben. Sie können ja ansonsten gerne mal in den Kommentaren schreiben, was Sie von dem Thema halten. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst. Spaß gemacht, wie immer. Und wir sehen uns. Bis dann, machen Sie es gut. Wir schauen.